Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der neuen Folge Dead by Daylight. Wir spielen nicht gegen Pinhead. Oder den Cernoblight. Er wird schießen. Was mit dem Sound? Meine Glyphe! Ich habe die Palette umgeschmissen und das... Ah, Tüftler. Okay, verstanden. Ich muss gleich zu meiner Glyphe. Ich bin im aktuellen Spalt, Archiv, wie auch immer man es nennen möchte, absolut nicht weit. Ich habe es schon ganz oft erzählt. Ich spiele eigentlich aktuell nur DBD, wenn ich aufnehme. Ich spiele aktuell viel an der PlayStation. Ich bin ja eine der Glücklichen, die eine PS5 hat. Und ich muss auch sagen, ich habe die beim ersten Versuch bekommen. Oh nein, ich glaube, mein OBS meckert rum. Codierungsverzögerungen. I'm so sorry. Ich musste mich kurz konzentrieren. Ich spiele aktuell Ghost of Tsushima, Director's Cut. Und ich bin so verliebt in dieses Spiel. Luke gefunden. Deswegen ist nicht viel Zeit für DVD. Außer eben am Wochenende. Wenn ich aufnehme. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich meine, an sich ist es ja eher mein Nachteil, weil ich die ganzen Sachen aus dem Spalt nicht bekomme. Aber ich fand den dieses Mal, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, sowieso nicht so toll. Gab schon schönere Sachen. Und den Battle Pass, Game Pass, Premium Pass, den kaufe ich mir sowieso nicht. Gott, jetzt ist Bill auch noch dran. Oder? Hat zumindest geschossen. Was macht ihr denn da? Seltsame Dinge geschehen. Okay, ich glaube. Naja, geht nicht weg von Bill. Das macht keinen Sinn. Oh, ich habe geschaffen, das dabei. Ich sollte vielleicht die Leute heilen, wenn ich sie vom Haken hole. Aber Dwight ist weggerannt. Alles spielen. Thank you very much. Ich bin ein Anti-Mate, ich bin am Haken rumgerannt. Tut mir leid. Aber es hat sich so ergeben. Er war plötzlich hinter mir. Tut mir leid.
I'm sorry. I'm so sorry. Sorry. Jenny ist nicht getreten. Oder hat er doch keinen Tüftler? Wäre er nicht eigentlich zu dem Generator sonst eher gegangen? Aber ich glaube, er hat Barbecue. Weil er ist ja direkt zu den beiden Bills. Du heilst mich nicht. Cool. Geh mich selber heilen. Sollten wir auch das Totem wegnehmen. Caleb mit Nöt ist gern gesehen. Also, ist nicht gern gesehen, aber ist oft gesehen. Ist vielleicht die bessere, der bessere Ausdruck. Cool. Ich meine, er wäre eh tot gewesen, aber er hätte dem Killer noch ein bisschen Zeit geraubt, indem er ihn jetzt hätte zum Haken laufen lassen. Dann wäre der Haken auch weg gewesen. Also, der Haken wäre weg für potenziell andere Opfer. Das ist halt schade. Und er verliert halt seine Punkte und kriegt eine 5-Minuten-Strafe. Ach du Kacke. Danke. Das war's, Leute. Bill, ich glaube, du kannst versuchen zu springen. Och Mann, warum nimmt das denn jetzt so ein komisches Ende? Warum muss denn Dwight hier so lang rennen? Und warum muss Jeff so laut sein? Und warum gibt es eine so dumme Verkettung unglücklicher Zustände, dass ich jetzt hier auch draufgehen werde? Ich kann nur gucken, ob ich zur Luke gekrochen komme, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Weil Dwight ist halt auch noch nicht tot am Haken. Bis Dwight tot ist, hat Caleb dann die Luke und die Luke ist halt auch dort hinten und... Oh. Warum rennt Dwight an der Shack rum? Geh mal weg dort. Ich muss doch dorthin. Dort ist die Luke, Mensch. Aber wahrscheinlich hat er sie schon gesehen und der Killer auch. Er rennt weg. Nein, nicht zu mir. Nicht zu mir, nein! Nein! Ach, hier ist die Luke. Sagt eigentlich dieser Nerscheck. Gut, mit Barbecue sieht er mich jetzt. Und bis Dwight tot ist. Es hätte nicht mal geklappt, wäre Dwight jetzt der dann hoch gewesen. Oder bis die Animation vorbei gewesen wäre, hätte er mich auch gefunden. Ich glaube, eventuell hat mich Caleb sogar gehört. Eventuell hat er mich gehört. Beziehungsweise vorhin hat er mich wahrscheinlich gesehen. Ich weiß nicht, ob Dwight halt
auch die Luke dort gesehen hat und deswegen in der Nähe der Luke rumgelaufen ist. Keine Ahnung. Aber gut. Wir sind leider gestorben. Wir hätten es fast schaffen können. Es war wirklich eine Verkettung ungünstiger, unglücklicher Zustände unter anderem. Aber so ist es. Es ist DBD. Manchmal läuft es und manchmal läuft es halt einfach wochenlang gar nicht. Muss man dann so hinnehmen. Oder man spielt einfach was anderes. So. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Mal gucken, ob wir da rauskommen oder auch nicht. Bye bye.